Willkommen zurück bei Grand Theft Auto Vice City. Y-Titty. Oh, schönes Auto. Gib mal her, das Teil. Und wir holen uns den nächsten Auftrag. Geile Karre. Die hat was. Aber sie könnte ein bisschen schneller fahren. Vier Auspuffröhrchen dran, aber zieht keine Wurst vom Teller. So. Oh, da liegt einer. Ups. Ich finde es ja toll, wie sie sich um die Leute hier kümmern. Liegen halt mal ein bisschen tot auf dem Boden rum. Naja, was soll's? Egal. Fuck. Und nächster Auftrag. Schutt und Asche ist das Motto der Stunde. Now look here, son. I got a problem and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. Now this here, this is the development as planned and this is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm gonna head out of town for a while, and if that office development were to face sudden and insurmountable structural problems, then I... As a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Was für Argumente. Topfanwagen, das Abriss vorgesehen, Gebäude. Wieso abreißen ist auch ziemlich neu, ne? Naja. Ich will mich ja nicht einmischen, ne? So. Was müssen wir denn machen? Wir nutzen den ferngesteuerten Helikopter, um Bomben zu vier Zielen an den. An dem zur Sprengung. Lalala, Gebäude, bla bla bla. Du musst an jedem Ziel eine Bombe abwerfen, die Reihenfolge über. Um eine Bombe aufzunehmen, steuert den Helikopter direkt über sie. Der Helikopter kann. Alter, so schnell kann doch keiner lesen. Zumindest mal nicht vorlesen. Okay, wenn die Bombe ihr Ziel verfehlt, kannst du sie erneut aufnehmen und es nochmal versuchen. Wenn du die erste Bombe aufgenommen hast, wird der Zeitzünder aktiviert. Dann hast du noch 7 Minuten, um die restlichen Bomben im Ziel zu platzieren. Okay. Mein Hauptleiter hat Zugang an alle Stockwerke des Gebäudes. Alles klärchen. Also gut, dann holen wir uns mal. Wie war das? Oh. Ja. Nummer 9 und 6 neigen. Ah. Ist ein bisschen doof, aber es funktioniert. Also so lenkt man auch die ganze Geschichte. Da muss man jetzt ein bisschen mit Feingefühl arbeiten. Okay. Aber es klappt. What the fuck? Sagt schon der Erste. Ei, und... Oh, gleich voll ins Schwarze. Yeah. Ja, ist ein bisschen eine arschige Steuerung, aber es geht. Was? Kannst du nach hinten sehen? Denn du Kuh, ey, ich so viel... Ich hab doch nicht mal so viel Finger, alter Schwede, um so viel zu machen. Wie soll denn das funktionieren, ey? Meine Herren. Na, komm, hol sie dir. Hol sie dir. Hallo, hol sie dir. Jetzt. Haben wir sie. Da, 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 da. Ganz vorsichtig fliegen. Oh, jetzt habe ich schon was gerammt. Egal. Ich hoffe, das macht nichts. Der Helikopter wird ja wohl ein bisschen was aushalten. Wo sitzt denn die zweite? Das zweite Fässchen. Boing! Beide weg. Verprügeln die sich jetzt? Da haben sie aber schöne Schikanen reingebaut. Ja. Ist ja voll fies, Mann. So, nächste.
Ganz gemütlich, ganz gechillt. Noch zwei. Gucken, dass wir uns nicht erwischen mit ihren Hammern. Oh! Oh! So, wie ich vorhin gesehen habe, sind da auch noch Wachmänner. Ich hoffe, dass die keine Knarren haben. Sonst haben wir, glaube ich, ein kleines Problem. Ich glaube nicht, dass das Teil kugelsicher ist. Der hält sogar an für meinen Helikopter. Interessant. Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Und Hammer. Ey, die folgen mir bis hierher. Die Psychos. Scheiße, Mann. Die rennen mir ja komplett... Boah. Scheiße, dass man das auch nur über die Treppen erreichen kann, das Ganze hier. Wir haben noch 4 Minuten. Ah! Nein! Oh. Alt. Oh, da vorne ist ein Wachmann. Scheiße, sollen wir den irgendwie killen, oder? Ah, nein, 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 der schießt auf mich. Shit, 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 shit. Ich glaube, kugelsicher sind wir nämlich nicht. Das bezweifle ich irgendwie. Nächste Ziel. Ah! Nein! Also, wenn sie jetzt da oben noch mit Raketenwerfer oder so kommen, dann sehen wir richtig alt aus. Oh, runter, 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 runter. Ah, zu weit runter. Hoch, hoch. Drehen. Ich komme hier nicht weg. Wir müssen sie irgendwie ausschalten. So. Sind die jetzt tot? Der eine fehlt, ne? So. Okay, wir haben noch 2 Minuten und einen angeschlagenen Helikopter. Oh, oh. Ich hoffe, dass im dritten Stock nicht so viel los ist. Nein! Wo kommen denn die alle her? Oh! Alter! Schnell hoch. Und jetzt schön runter auf die Bombe. Und schnappen. Alter Schwede, Mann. Lass mich raten, der obere Bereich ist bestimmt auch zu. Und kommen wir so nicht ran. Hm, der qualmt aber ziemlich gut schon. Ah! Nein! Oh. Wenn nur die Steuerung nicht so doof wäre. Bisschen rüber. Nein! So, jetzt geradeaus. So, und... letzte Stockwerk. Ach, wir hätten auch einfach hochfliegen können. Ah. Und das letzte Fass. Komm. Komm. Komm und. Und. Bäm. Ui, ja. Geschafft. Ui, ich glaube, das Ding ist fertig. Das Gebäude ist voll am Arsch. Kracht es noch ein? Nur ein Tausender. Alter, wollt ihr mich verarschen? Nee, jetzt echt so wenig. Och, schade. Aber ich glaube, wir können uns jetzt ein Gebäude kaufen. Für die 3000. Oder sollen wir das Geld erstmal noch... Wir sparen noch ein bisschen. Weil, wir wissen ja nicht, was noch auf uns zukommt. Wir müssen uns mal vielleicht ausrüsten mit Waffen und so.
Das wäre vielleicht nicht so gesund, wenn wir jetzt... wir könnten mal gucken, was es für uns im Waffenladen so gibt. Na komm, Karte. Jetzt. Wo ist er denn? Ah, wir müssen einfach nur geradeaus weiterfahren. Und dann kommen wir schon zum Waffenladen. Oh, oh, das war knapp. Jetzt hätte ich fast einen Bull überfahren. Habe ich den jetzt überfahren? Wieso habe ich jetzt zwei Bullen an der Backe? Ach Mensch, so eine Kacke aber. Jetzt muss ich lackieren gehen. Die kriege ich nicht mehr so einfach von der Backe, ne? Oder mich umziehen. Die sind ja mal wieder hardcore jetzt. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe nur fast überfahren. Ich glaube, umziehen hilft ja auch, ne? Oh! Ah! Sie schießen auf mich! Abendgarderobe. Ha! Und weg sind sie. Ah! Sie überfahren mich! Alter! Mich darf man überfahren, oder wie? Geht's noch? Auf wen schießt der? Toll, jetzt bin ich angeschlagen. Jetzt muss ich erstmal schauen, woher kriege ich jetzt... Sag mal, wieso ballern die jetzt auf sich hier? Wäre ich doch bloß zum Lackierer gefahren. So eine Scheiße, ey. Ich brauche eine kugelsichere Weste. Ich hoffe ja, wir kriegen das. Da drüben war der Waffenladen, oder? Oh Mann, was ist denn das für eine Scheißkarre? wohin fährt der? Komm, hier. Waffen. 50% gibt's sogar. Pistole. Mac. Nicht vorrätig. 200, kaufen wir. Wie, was? Was drückt Umschalt, um zu kaufen? Moment. Hallo? Ah, nein! Nein, ich wollte doch nicht auf ihn! Ich wollte nicht auf ihn schießen! Och, Mann! Auf einmal ballert er los. So eine Scheiße aber auch. Jetzt Moment, wo war jetzt der blöde Waffenladen? Karte. Ah, wir sind ja ganz in der Nähe. Och Mann. Links oder rechts? So rum, denke ich, oder? Nö. Doch, nö. Keine Ahnung. Wo ist er denn? Beim C ist er. Ja, falsche Richtung. Ach Mann, jetzt ballert er mich einfach weg. Okay, gut, ich habe auf ihn geschossen, aber dass der gleich mit einer Uzi auf mich schießen muss, das ist doch nicht nötig hier. So, jetzt pass mal auf. Jetzt kaufen wir uns die kugelsichere Weste. So. Da ist der Waffenladen. Oh, mach Platz, ich muss zum Waffenladen. Ist es ein anderer? Vielleicht ist der ein bisschen freundlicher. Ne, das ist der gleiche. Ich hoffe, dass er mir das jetzt nicht übel nimmt. Und dass ich noch beim Einkaufen darf. Ja, das ist ja der. Sorry, alter Bruder. Das war nicht mit Absicht. So. Also, was nehmen wir? Die gibt's leider nicht. Ach so, ah! Aber irgendwie kann ich es nicht kaufen. Wieso kann ich das nicht kaufen? Hallo? Nein, nicht schlagen. Nicht, dass du wieder auf mich schießt. Ah, jetzt geht's. Ah, ach so, hier Umschalt, da unten. Nehmen wir noch das hier dazu. Wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir noch die hier, die Mac. Und nochmal ein bisschen von der Munition und nochmal ein bisschen von der Munition. So, halt. F. So, jetzt sind wir voll ausgerüstet. Jetzt könnte ich dich gerade über den Haufen schießen, du Drecksack.
Hey, warum gibt's hier nicht so tolle Kleidung? Ich will auch so Kleidung. So Army Shop mäßig. So. Jetzt müssen wir aber unser Geld sparen, dass wir uns mal hier ein Gebäude kaufen können. Du brauchst eine Maschinenpistole für ein Drive-By. Ja klar. Oh, guck mal, hier gibt's auch noch ein Gebäude. Was kostet es? Was soll es kosten? 7000, alter Schwede. Ich glaube, das wären dann auch Speicherplätze für mich. Okay, das geht aber noch. 7000 für ein komplettes Gebäude ist billig. Da haben wir doch schon Schlimmere gesehen, ne? Alter, von hier geht's auch durch. Kleine Abkürzung gefälligst. So. Ups, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Gebäude kaufen, wenn es wenigstens was für so 1500 geben würde, dann würde ich es natürlich kaufen, aber für diese Preise, nee, das ist doch viel zu viel, ne? Aber wir sehen uns gleich wieder, bleibt dran.